Hi, liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Atlas of Worlds. Ja, wir haben letztes Mal recht viele Karten gefunden und heute gehen wir in die Chamber of Sins, heißen sie. Ja, genau. Ich habe ja direkt weitergemacht, dann haben wir jetzt die Gegner hier nicht mehr, das ist gut. Gehen wir einfach nach oben. Bisschen schneller, bitte. Gut, wir sind recht stark geworden. Ich bin manchmal richtig baff, wie leicht manche Gegner sind. Weil ich dachte immer so, ja, mit totem Charakter kann man recht schnell hochkommen, weil sie ja einem schützen. Und mit diesem Feuerballbild kommen wir noch leichter hoch. Das ist wie God-Mode. Das ist einfach nur cool. Also wir haben so wenig gute Items. Wir sind trotzdem viel schneller hochgekommen als mit einem, der schon Items hat von anderen Charakteren. Heftig. Ja, nehmen wir alle mit. Oh, heftig. Ich liebe dieses, das ist aber nur... Hä? Das ist ein normaler Gegner von einem Achievement. Cool. Also ist es jetzt etwas Besonderes gewesen, einfach, dass es... dass wir einen Weg gefunden haben zu denen. Und auch besiegt haben. Viel gut, manche Achievement finde ich recht gut. Aber alle tue ich nicht. Holen. Das ist als Self-Hunt auch fast unmöglich. Der nur alle drei Tage spielt. Also eben die Daily Quests mache ich momentan. Das mache ich nichts. Und ich möchte ja wieder eigentlich ein bisschen MF Runs machen. Aber habe einfach nicht die Ereignisse dazu. Also es ist fast weggeworfene Zeit für mich halt. Ich könnte Marvel Runs jetzt machen. Ja, würde vielleicht was bringen. Werde es vielleicht auch machen. Vielleicht mal Livestream. Waffenfixer. Also das Gift macht hier auch keinen Schaden. Aber ich weiß, auf Marvel muss man halt immer wieder auf die Dinge schauen, wenn man so minus 50 hat. Ich glaube, es sind minus 50. Das ist nicht so schön. Glaubt's mir. Da sieht man seine ehemalige Diablo 2 Entwickler, glaube ich. Die wollen das halt einfach wieder einbauen. Aber auf jeden Fall sind sehr erfahrene Leute. Die halt einfach sehr auf Herausforderungen schauen. Und das mag ich, ja. Aber es ist völlig versperrend für Neulinge, für Leute, die halt nicht so Herausforderungen lieben. Und es gibt sehr viele, sie halten sich einfach irgendwie ein bisschen mit hinten. Also ich war auch lange Zeit einer, der lieber leichte Spiele hatte. Und jetzt momentan habe ich lieber schwere Spiele. Ey, was ist los mit diesem Blitzteil? Ist der größte Rotz? Oh, schaut mal. Den brauchen wir nicht. Wir
Eingang. Er muss weiter oben sein. Ja, hallo, Leutchen. Skelettis, ihr müsst mal ein bisschen zunehmen. Kommt, meine Lieben. Sterbt für mich. Ich brauche die XP. Da. Ja, ich könnte Speedrunner werden. Ja, was droppst denn du? Drei weiß und zwei blau. Das konntest du besser. Hey, ich will endlich den Gem. Wie selten ist diese Gem? Hat sie irgendwie etwas Spezielles dran? Also Bismut haben wir. Amethyst brauchen wir nicht. Colt. So, Amethyst ist eigentlich das Wichtigste. Ja, aber Life ist halt... Ey. Ich nehme Life. Going. Also es ist einfach, weil ich... Ah, noch so ein Schrott. Weil ich einfach mehr schnelle Potion haben will. Und dadurch einfach Life Flasks haben will. Das ist schon etwas Besseres. Ich brauche keine Resistenz. Noch nicht. Was ist denn das für Schrott? Ey. Elf Rarity. Also ich denke immer diese, wo man von Quests und von Ding bekommt, sind Schrott. So, haben wir jetzt da bekommen, weil es alles gleiche sind, haben wir das bekommen, das besser ist. Was aber auch Rotz ist. Man braucht es einfach nicht. Das ist einfach das, hä? Wenn man es nicht braucht. Okay. Das können wir verkaufen. Jetzt wollte ich nach Linken, hä? Ah, wir haben wenig. Nein, nicht so. Nicht so. Ja, wenigstens so, aber... Ach Gott. Was ist das? Ich will nicht grün. Es ist halt eine grüne Robbe, aber... Ach Gott. Hey. Gibt's da wirklich nur blaue, hä? Ja, grüne. Aber ich brauch blaue. Was können wir da machen? Ja, wir müssen jetzt hier hin. Jetzt hier rein. Ist der Eingang. Ja, was stirbt doch endlich. Manche KI ist so strunzdumm. Die wissen nicht, was ein Baum ist. Die schießen einfach und denken sich, ja, ja, wir treffen gegenseitig und pff, ja, dann trinken wir noch gemeinsam zusammen einen Kaffee und alles. Richtig kämpfen können sie nicht. Wie schwer ist es eigentlich? Ist nur ein Sonnenstrahl gewesen. Hier ist auch nicht viel, hä? Die Map ist diesmal scheiße.
Gut, ich mache jetzt mal diesen hier. Und zerstör ihn. Nein, nicht so, nicht so. Gut, so ist gut. Ja, gut. Ah, ja, 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 ja. Hallo. Schieß, du blöde Schlamm. Gut, danke schön. Eigentlich müssen ja die Männer schießen, aber die Schlampe muss halt auch ein bisschen schießen. Feuerwelle. So, dann haben wir's. Haben wir irgendwo noch etwas? Außer ein Geist. Was droppst du? Ein Kistensplitter. So, dann. Die Wahlruin. Ja, hier haben wir nichts. Das sieht so cool aus. Ja, da ist nicht mal etwas. Ah ja, Golems führt mich doch mal in den richtigen Weg. Oh, schöne. Die mag ich besonders, die sind so einfach. Weil sie so leicht sind. Weil sie so schwer sind. Da sie nicht laufen können. Rotz mich nicht an. Ja gut, ja. Ja, toll, jetzt haben wir schon Reflektgegner. Was wollte ich? Katalyst. Haben wir schon, glaube ich, einmal. Dann. Wie viel haben wir? Drei. Ich glaube, wir haben schon zwei. Dann bekommen wir einen Fallohrweber. Ich tue irgendwie ab die Karten aufbewahren. Ich mache doch keine Fallohrweber. Beziehungsweise noch nicht, die brauche ich später. Ich setze die erst ein, wenn ich wirklich etwas Gutes habe. Mehrmals. Irgendwie, Wahlorb ist immer so ein Glücksspiel. Und ich mag Glücksspiele nicht. Deshalb, immer wenn ich zwei habe, auf schlechtere. So, Rotzgegner, die brauchen zwei Feuerbälle. Aha, wieso hast du dich so komisch versteckt? So, jetzt haben wir schönen Schatten. Ja, sicher. Hallo. Das sein. Da haben wir. Gut. Kurzes Level. Ja, schon ein bisschen länger, aber. Gut, dass wir das durchgeschafft haben. Ich finde das ein Rotztempel. Den habe ich schon gehasst, dass ich das erste Mal drehe. Wann habe ich angefangen? Ein bisschen später als die Open Beta. Ich glaube im März 2004 oder so. I need more mana. Ziemlich sicher. Nein, ich bin mir nicht ziemlich sicher. Ich werde hier auch ein bisschen leveln im Trade Ticket. Und mal
schauen einfach, dass ich da Gems finde. Ich habe einfach mal einen guten Gem hier gefunden und will immer wieder hier Gems farmen. Natürlich ist es in den Maps noch besser. Endlich mal wieder Silbercoin. Die wurden viel zu selten gemacht. Scheinbar wurden sie wieder häufiger gemacht, aber ich sehe nichts. Nothing like this happens. Hm. A fool tries to turn lead to gold. Ja, schon wieder den. Takes it by force. What has happened? This twisting of Asura. I dreamed. Ein unsterblicher Amethyst. Ja. Ein unsterblicher was war's? Necromancer. Hm, das ist da nichts. So. Ja. Mhm. You help us and we... So. Da. Das Amulett von Ork ist ein Barn. Den haben wir noch nicht. Hat der Chaos Orb haben wir. Okay, dann haben wir so einen jetzt. Also, wir gehen hier hin und dann zur Brücke. Glaubst du nicht, was? Ne? Weshalb denn? Oh Gott. Kommt die noch hier rein? Zuerst so, hä? Eine Biene? Gibt's jetzt Bienen? Oh nein. Blöde Ziegenmenschen. Natürlich auch mäh. Superle, sotala. Die Broken Bridge. Ah, die Untote Armee müssen wir hier besiegen. Machen wir. Ich denke, ich weiß wo, also es ist immer so in einem großen Tempel, ja ein ein Gefängnis, eine Festung. Fortress ist die, so ein Fort. Ja, sicher, hä? Boom, 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 boom. Noch ein Acid Golem. Oh, cool. Oh, yeah, oh, yeah. So, jetzt haben wir dann bald die Dexterity. Können wir noch den Gem hochleveln. Wir müssen es nur nicht vergessen. Also da ist das Ruin Fortress. Genau. Man kommt nie Items zu sehen. Das ist ein Rotz. Für mich ist die Properties manchmal schon cool und wertvoll, aber da gibt es so Rotzquests, die sollte man nicht bearbeiten. Manche Quests, die kommen gar nie.
Ich habe so coole Items, die ich, Uniques, die ich stärken möchte, aber habe sie nie bekommen und jetzt bekomme ich sie sicher auch nie. Gut, dann machen wir mal ein Plus hier, hä? So. Machen wir auch mal ein Plus. Ja, ist alles noch gut? Wo ist der Ding? Ist das nur das Ambiente von der Finsternis? Schade, ich würde den Geist haben. Es ist schon toll, dass es so ein paar gute Sachen gibt, aber es ist einfach nur nervig. Heard you toppled a big tree. Oh, ist der schnell tot. Bam, bam, bam. Gut, dann schnell rüber. Oh, Suffering. Haben wir den? Das dachte ich mir, dass wir den haben. You help us, and we. Jo. Ist eine neue. Aber wir haben es schon gefunden. The King of Heftigst. Wie viele Leute die jetzt beschworen haben. Also sie ist mein einfach die nervigste. You missed a valuable lesson, sister. Never let the power. Und ich mag Kadaver-Explosionen nicht. Bäh. Gut. Ich hab so trockenen Mund, ich muss Schokolade essen. Billigen Schokolade ist immer am besten. Ja. Hello. Ich esse momentan nur billigen Schokolade. So eine richtige Markenschokolade. Da habe ich die Lust davon irgendwie verloren. Das ist nichts Besonderes. Auch weil manche Schokolade einfach so komischen Geschmack drin haben müssen. So. So Honigschokolade und so ist gut, aber nicht für mein Diabetes. Dankeschön. Ey, ich muss echt vom Timer mal die täglichen Wiederhol-Ding rausnehmen. Sowas von ein. Das ist von gestern die Erinnerung, dass ich jetzt livestreame, teste. Und deshalb kam das komische Teil. Bald haben wir mehr Mana. Das ist gut.
Also jetzt wahrscheinlich geht's auch rechts weiter. Weiß jetzt gar nicht mehr. Ich hoffe, ich vergesse es dann nicht. Aber ich schaue eigentlich immer wieder unten rein. Es ist einfach wegen der Konzentration. Momentan echt nicht mehr so Sport machen kann. Nicht mehr so. Einfach dieses chinesische Zeugs, Meditation. Ich bin zwar noch nicht gut im Game, aber ja, weil ich es auch nicht lange mache schon. Aber es ist einfach. Es ist für mich einfach etwas, was hilft. Etwas, was man auch ernst nehmen kann. Nicht so Schweizer Alm-Meditationszeugs. Oder irgendwie religiöses Zeugs. Ich finde gut, dass es buddhistische Religion gibt. Aber ja, ernst kann man es nicht nehmen. Früher konnte man es natürlich noch ernst nehmen. Ist ja auch gut, dass man früher Religionen hatte, aber heutzutage, ja, es ist halt. Religionen führen zu Krieg. Das ist einfach so. Und ich finde, Buddhismus eigentlich ist ja das am wenigsten ja, böse Volk. Aber trotzdem haben sie auch Krieg gemacht und machen immer noch relativ unartige Sachen. Nicht Krieg, aber was macht China? Sie machen Unsinn. Was macht Nordkorea? Machen Unsinn. Also, tja. Wo ist der Geist? Ich brauche ihn. Hey, trotzdem. Ich habe schon immer gerne irgendwie Pokémon gejagt und so. Hier muss ich unbedingt den jagen Geister. Gut, dann sind wir schon hier. Hä? Da kann ich hier auch leveln. Ja, leider ist der Part zu Ende. Das geht noch nicht so gut. Ich will euch unbedingt den Boss auch zum ersten Mal zeigen. Level ich noch nicht hier. Beziehungsweise eher MF. Leveln will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte es am liebsten abschalten. Ich möchte ja auch euch relativ schnell das Mapping zeigen. Und ja. Deshalb zeige ich euch auch schnellstmöglich Mapping. Bedanke ich mich fürs Zuschauen und wie ja, nächste Parts kommen eben täglich. Gut, ja, ich hoffe einfach, das Livestream ist da nicht ein bisschen im Wege. Ich werde sicher mal Path of Exile auch Livestream und dann könnt ihr den Livestream Part auch schauen. Mache aber im Livestream nicht weiter. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Tschüss.